Sehr geehrte Damen und Herren, heute stellen wir Ihnen die Dreitafelprojektion vor. Zunächst einmal zeichnen wir ein Koordinatensystem. Die Vorderansicht wird auf der linken oberen Hälfte des Koordinatensystems eingezeichnet. Die Seitenansicht von links wird waagrecht rechts neben der Vorderansicht gezeichnet. Die Draufsicht hinten wird senkrecht unter die Vorderansicht gezeichnet. Wichtig ist natürlich, dass die Abstände zwischen den drei Ansichten gleich groß sind und die Figuren auch die gleiche Größe haben. Als nächstes werden die Bemaßungen hinzugefügt. Für alle, die noch immer noch nicht verstanden haben, was die Zahlen bedeuten, genau richtig. Das sind die Abstände. Die Bemaßungen erfolgen in Millimeter. Es sei denn, es handelt sich um einen Bauplan oder etwas in der Art. Dann wird das Ganze natürlich in Zentimeter angegeben. Das war's mit dem Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.